So, hier sind wir wieder bei Forager, Folge 2. In der ersten Folge haben wir schon einiges jetzt geschafft. Wir haben ein paar Furnaces gebaut, wir haben eine Nähstation, wir haben einen Amboss bzw. eine Schmiede. Das einzige, was wir nicht haben, ist Holz und Inventarplatz. Genau, von daher müssen wir erstmal wieder noch etwas farmen. Aber gut, das Spiel heißt Forager, da erwartet man nichts anderes, ne, als dass man auch mal was farmen darf. Über längere Zeit. Ich glaube, nach dem Bauen dürfen wir auch die 12 Holz haben, oder? Nein, haben wir nicht. So ein Crap. Wir brauchen auch noch 7 Blumen dafür. Gut, heißt dann abwarten. Moment, wofür überhaupt? Wasserentfällen. Ich habe die doch schon gebaut. Warum suche ich nach Ressourcen hierfür? Na gut, jetzt die Frage, was machen wir? Wir brauchen mehr Inventarplatz, das ist erstmal eigentlich das Wichtigste, ne? Die 20 Fiber haben wir bald, dann brauchen wir noch Blumen. Das ist das Langwierigste, glaube ich, dabei. Wir können aber vielleicht mal etwas Glas einschmelzen. Wie viel haben wir? Hier, aber noch wegen der Kohle. Ne, dann warten wir noch. Weil wenn wir jetzt anschmelzen, dann brauchen wir wieder einen Inventarplatz mehr. Das wäre gar nicht gut. Also es geht ja nichts verloren, aber es liegt halt alles rum. Man sammelt eventuell was auf, was man gar nicht aufheben will. Und das macht es dann alles ein bisschen stressiger. Weil ablegen geht nicht. Aber jetzt kommen die Bäume ganz gut raus. Dann haben wir noch einen und Seaweed. Mal schauen, was brauchen wir denn hierfür? Die Slime Pickaxe, Torchbugs, Iron Ingot, Chili haben wir einen, das kriegen wir auch gut hin. Ja, wir fangen jetzt an mit dem Glas. Vielleicht hätte ich alle machen sollen, ne? Beziehungsweise können wir irgendwas ablegen dafür? Ja, das brauchen wir erstmal nicht. In dem Fall machen wir die anderen beiden auch gleich noch. So, wir haben Glas, wir können, glaube ich, eine. Ne, wir brauchen noch einen Faden, verdammt, wir brauchen noch einen Platz. Hm.
Machen direkt noch einen. Okay, was können wir loswerden? Sand? Nein, das brauchen. Ab zur Toolbar. Und dann können wir hier eine Flasche oder zwei herstellen. Okay, wir waren zu langsam. Egal, für die nächsten zwei Nächte sollten wir genügend Torchbox Bottles haben, um die Dinge einfangen zu können. Wenn es so weitergeht mit 7 Blumen, haben wir auch bald genügend für den Rucksack. Warum eigentlich Blumen? Kriegen wir so einen Scout-Blumen-Rucksack? So schön Blumen verziert drauf, das wäre doch was. Jetzt nichts aufheben, bitte. Ich will Platz für den Faden haben, wenn wir es dann nachher brauchen. Was? Ich habe die Beere aufgesammelt. Okay. Macht nichts. Wir haben wieder Platz. Ach, großartig. Noch zwei Blumen. Dann haben wir einen Rucksack und haben vier Platz mehr. Ich glaube, die einfachste Art, am Anfang etwas mehr Platz im Inventar zu bekommen. Noch ein oder zwei? Eine noch. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also hier, um den Bildschirm mal kurz zu erklären. Es gibt Schätze. 46 an der Zahl. 49 Länder insgesamt. Und hier sehen wir eben alle Sachen, die wir finden können, verwenden können. Siegel. Keine Ahnung, was das bedeutet. Hier ein Backpack, Basic Wallet. Wallet bedeutet in dem Fall. Keine Ahnung. Gibt vielleicht extra Space. Und hier alles verschiedene Tools, die wir haben, mit verschiedenen Stufen, die man aufleveln kann. So, was machen wir denn jetzt? Das ist die beste Art. Da haben wir es für Inventory Slots. Das erleichtert so vieles. Okay, wir brauchen noch etwas Faden. Also zwei Karten brauchen wir noch. Oder Fiber heißt es ja. Das werden wir aber auch bald bekommen. Das sieht man immer hier an diesen kleinen Würmern, würde ich fast sagen. Da kommt Baumwolle raus. Und wir brauchen dafür noch zwei. Und dann noch eine Blume und dann haben wir unseren Rucksack. Und haben nochmal vier Platz mehr. Und dann können wir richtig loslegen. Dauert am Anfang natürlich alles etwas. Im späteren Verlauf kann man vieles automatisieren und ja, man schlägt die Sachen ja auch viel schneller klein. Müssen wir nur schauen, was. Wir brauchen auf jeden Fall noch Holz für die Pickaxe, beziehungsweise auch Eisen. Und diese vier Torchbugs.
Wenn wir Glück haben, können wir jetzt in der Nacht direkt zwei farmen. Also fangen. Da haben wir schon den ersten. Mehr wie zwei sollten es bitte nicht werden. Weil wir brauchen noch Fiber für Fäden für den Rucksack und dann brauchen wir aber auch Stoff für die Flasche. Was natürlich etwas blöd wäre, wenn wir das dann, wenn wir keine Materialien für nichts hätten. Haben wir gerade Fiber aufgesammelt? Nee. Vielleicht hat es der Schleim kaputt gemacht, kann auch sein. Ist ja schön, wenn er da in die Ecke rennt, dann macht er im Normalfall nichts. Jawohl. 10 Blumen. Wenn jetzt aus diesem kleinen Baumwolldingens zwei rauskommen. Betonung liegt auf wenn. Dann heißt es wohl noch mal warten. Aber wir haben zwei Torchbugs. Aber lass da auf. Dann bauen wir noch ab und gehen zur Fee. Dann haben wir noch ein paar Fische über. Ansonsten, wir können ja auch mal ein paar. Ja, Holz haben wir genügend. Jetzt lassen wir mal über. Und dann gucken wir mal, was wir für die Axt, die Pickaxe brauchen. Ich vermute mal Stahl, oder? Eisen. 15. Da brauchen wir noch einiges an Kohle. Aber im Endeffekt halb so wild. Wir kriegen ja alles, was wir brauchen. Wir haben hier nochmal Kohle dazu bekommen. Hier haben wir Eisen-Ingots. Noch mal 11 dazu. Hier, jawohl, hier kommt Fiber. Ein Traum wird wahr, Leute. Jawohl, hier direkt. Wir haben wieder mehr Platz. Jetzt warten wir kurz. Können jetzt ein Backpack. Was macht das denn? Ah, Wallet macht. Gibt uns mehr Geld bei Münzen. Das
So, der Backpack, der braucht jetzt eine Weile. Das bedeutet, unser nächstes Ziel wird sein, noch eine Flasche zu bauen. Beziehungsweise zwei. Sand haben wir genug, oder? Jawohl. Das heißt, wenn hier jetzt zwei rauskommen, haben wir genügend für zwei Flaschen. Und können dann die zwei Torchbugs fangen und uns eine bessere Waffe bauen. Das beschleunigt dann alles etwas und die Gegner sind auch schneller tot. Was uns alle etwas, ja, ein entspannteres Leben bereitet. Oh. Hey, jetzt geht's aber rund hier. Wir können auch mal schauen, was wir hier noch für Skills haben. Gibt's nämlich auch noch einiges. Also haben wir hier Klamotten. Prozent weniger Holz. Ja, das nehmen wir mit und gehen mal weit auf die linke Seite. Hier kommt jetzt. Ist auch ganz nett, dass sie weniger Stein und Backstein benötigen. Aber da gucken wir noch. Warten jetzt erstmal, bis der Rucksack endlich fertig wird. So, ist 4 klingt nicht viel, aber es macht doch schon einiges aus. So, wie gehst du weg hier? Okay. Das heißt, wir sollten uns erstmal weniger Gedanken machen müssen um Platz und können erstmal entspannt fahren. Und dann heißt es einfach nur auf den Dings warten. Auf die Nacht. Die jetzt auch gleich einbrechen wird. Habe ich Glas? Nee. Okay, wir brauchen noch Kohle und das ganz dringend. Ja, hier oben haben wir nämlich schon das erste. Komm, bleib stehen. So, ich hoffe, wenn wir jetzt schnell, dass wir schnell waren und diese Nacht vielleicht noch einer kommt. Dann hätten wir morgen schon die neue Spitzhacke. Wir haben alles, oder? Ja. Jawohl, da ist noch einer. Den können wir heute noch mit der Produktion anfangen. Komm her. Ja, ne? Jawohl. Es dauert wieder eine Weile, aber es lohnt. Definitiv. Wir machen mehr Schaden. Ich glaube, jeder Gegner gibt etwas Schleim oder erhöhte Schleimdroprate, so irgendetwas.
Ja, langsam nimmt alles Fahrt auf. Ah, hörst du auf? Ja. Dann können wir mal gucken, haben wir... Wir machen mal ein bisschen Gold. Dann können wir mal Münzen herstellen und können uns weitere Ländereien kaufen. Dann nimmt das Ganze auch relativ schnell etwas mehr Fahrt auf. Das heißt, wir haben mehr Platz, es spawnen mehr Ressourcen. Wir müssen nicht so lange warten, bis wir etwas Spezielles finden. Das heißt, wir haben einfach höhere Chance, dass, keine Ahnung, zum Beispiel ja, so Baumwolle wächst oder mehr Blumen, mehr Tiere, etc. Und entdecken vielleicht auch natürlich noch andere Geheimnisse oder sowas wie hier, mit, keine Ahnung, Schätzen, Dungeons, etc. Oh, ich soll aufpassen. Vergleichen mal. Das war ein Hit. Und hier haben wir es. 1,5 Attack Damage. Ich glaube, die normale hat einfach nur 1. Und alle Ressourcen im Endeffekt können auch diesen Schleim droppen. Ja, geht auf jeden Fall bedeutend besser. Natürlich auch gegen Bäume. Spart jetzt einfach alles etwas Zeit, ne? Dann gucken wir mal. Goldene Pickaxe. Bottled Beetle. Beetle kriegen wir in der... Ich glaube, das war das Wüstending. Ist auch sehr geil. Ja, droppt Coins. Oder kann Coins droppen. Wir pinnen uns das mal hier oben ran. Problem ist dabei jetzt, wow, das sniped da. Problem dabei ist jetzt einfach nur, wir brauchen erstmal Gold, um uns Münzen zu bauen. Also Geld zu verdienen im Endeffekt, um dadurch dann erstmal die Wüste freizuschalten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache wäre dann, geil. Wir brauchen dann auch mal einen Markt, ne? Wir haben noch keinen Markt gebaut. Brauchen Brick und Lever. Doch, das ist ja schön, fällt mir gerade auf, ne? Wir haben noch keinen einzigen, genau, keine einzige Kuh oder irgendwas gefunden, die Leder hätte. Oder haben könnte, zumindest. Was machen wir denn dann? Fishing. Ich glaube, rechts oben gab es auch irgendwas Gutes. Ich würde einfach mal die Bank anlocken, dann haben wir ja wieder zwei neue Sachen. Kapitalismus. Das ist ganz nett. Ja, das ist okay. Nun gut, was machen wir? Ich würde sagen, Bäume fällen. Die Kohleproduktion anheizen. Die Goldproduktion anheizen. Und hier hauen wir die
Oh, ich wollte eigentlich alle. Die Münzenproduktion an. Also 12 pro Münze ist natürlich jetzt nicht die Welt. Aber bald haben wir schon die nächste Insel. Das geht relativ zügig. Und ich würde sagen, wir haben die 25 Minuten wieder voll. Das heißt, wir kaufen eine Insel und dann... Ja, schauen wir mal, dass wir morgen weitermachen. Mit Forager und... Ja, was steht denn dann auf dem Plan? Neue Pickaxe, der Markt wäre mal ganz nett. Und ja, was denn noch? Das sehen wir dann. Gucken einfach mal, man weiß ja nie genau, wo ein... Ja, die Inseln dahin treiben, ne? Je nachdem, was man kauft. Ich würde gerne noch eine. Ne, die Torchbugs brauchen wir jetzt gerade nicht. Wobei. Möglicherweise doch, weil vielleicht können wir einen Torchbug da drin abgeben. Das machen wir noch und dann. Schauen wir mal, was kostet eine Insel. Da können wir kaufen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit dem billigeren. Ich meine, warum nicht, ne? So, wir haben einen Torchbug, da gehen wir mal noch rein. Und dann kaufen wir auch mal. Wo finden wir? Okay. Ich dachte, es bringt mehr. Also, dass wir vielleicht nur eines benötigen oder so. So, dann kaufen wir ein Land. Ich weiß nicht, ob die Preise steigen. Aber ich würde das hier kaufen. Und dann gucken wir mal, ob da der Preis gleich bleibt. Ja. Oder. So, wenn der Schlüssel herstellt, machen wir eine Runde Pause und sehen uns dann morgen bei einer weiteren Folge Forager. Und ja, falls ihr dabei wart, danke fürs dabei gewesen sein und bis hoffentlich bald. Ciao.